Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir den Falkenkamm verlassen, sind nach draußen gegangen, wurden von einer Assassinen angegriffen. Es war ein epischer Kampf, der nicht so episch war. Und jetzt suchen wir wahrscheinlich Alicia. Oder auch nicht. Hi.様子はどんな感じなんですか？橋復旧の目処は全く立ちません。わい。ネイフトさん、俺が橋を復旧できるようにします。復旧できるようにじゃと。スレードの一体何を？ともかくアリーシャ殿下を呼んでこよう。しばし待っていてくだされ。 Musik so bedrohlich. Gerade habe ich was getrunken, da hat die Musik gerade aufgehört, da habe ich irgendwie Schiss bekommen. お待ちください。今すぐやるつもりなんです。うん。早く安心させてあげたいし。ですが。なあば。 Ist ja besser als angemeldet zu werden die ganze Zeit. Haben wir wenigstens unsere Ruhe. Soll ich auf meine Seraphen hören oder? Bauen wir sofort. Ist mir egal. Ich gehe nicht mit dem Strom. Hallo. Ich bin der Hirte. Ich mache, was ich will. Ja, mach mal das. Wird schon nicht schief gehen, hallo. Also die Brücke so schnell wie möglich. Ganz. Denken da sowieso schon alle, ich wäre verrückt, weil ich mit unsichtbaren Leuten rede. Was passiert jetzt? Anime-Cutscene? Okay. Wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, keine Anime-Cutscene. Die können die Form auch nicht sehen. Das war's? Wie sollen die denn jetzt darüber kommen? Oh. So, hey. なんだよ今の。人間技じゃないぞ。これで橋の再建できますか？もちろんじゃ。なあ、皆の衆。 Na, egal. Neftodona, hast du noch Kühe, um zu machen, dass du mir nicht schicken kannst? Hm, ich kann
Haben die nicht gewusst, dass ich mich darum kümmern soll? くれる人もいる。ネイフトさん、薬をもらえますか。俺たち、このままマーリンドに向かいます。ちょっとでも早く届けた方がいいでしょ。お願いしても良いかの。うん、ありがたい。よろしく頼みます。スレイ、私も一緒に川を渡れるだろうか。うん、アリーシャだけなら大丈夫。契約もしたからね。 Alles klar. Ich verstehe zwar nicht, wie wir jetzt darüber kommen sollen. Da sind nur so drei Klumpen aus dem Boden. Aber naja. Aber okay. Pestmedizin erhalten. Verstehe es nicht. Verstehe es echt nicht. Wir sollten die Arznei schnellstens abliefern. Vorher liegt Malind. Beeilen wir uns. So. Jetzt können wir ja mehrere Leute in der Truppe haben, ne? Nehmen wir mal die Kombi und die Kombi. Jetzt sind wir endlich mal wieder mit vier Leuten unterwegs. Okay. Macht man noch mal so. So machen wir das jetzt. Alicia und Edna, okay. もうしわけありませんでした。そうよ。反省なさい。それに自己紹介しあっただけなの。もう名前で呼んでくるなんて随分慣れない。申し訳ありません。お詫びにノルミンダースを踊りなさい。わかった。反省なさい。申し訳ありません。お詫びにノルミンダース。無理やり元に戻さないで。アイラ、エドナがアリーシャをからかってるだけってわかるだろう。なぜ止めないんだ。 Mein Gott. Sehr schön, ich mag die. Ich finde es ausgezeichnet. So, ich nehme an, da ist Malind. Dann gehen wir erst wo ganz anders hin. Das klingt logisch, ne? Warte mal, ist hier noch was? Ich höre Gegner. Was? Ich habe mich so erschreckt jetzt, ey. Mein Gott. Boah, na warte, dafür stirbt er jetzt. Angriffe. Luftdruck, okay. Also kaum wieder vier Charaktere, kommen wieder so viele Gegner. Sie hat ja nicht so eine geringe Angriffskraft, deswegen müsste sie ja eigentlich genug abziehen. Bernstein-Ohrringe. Ednas Kampftalente. Durch das Kämpfen mit einem Schirm erhält Edna verschiedene Waffen und solide Grundlagen. Sie kann aus großer Entfernung Geschosse auf drohende Feinde abfeuern, während sie darauf wartet, einzugreifen und sie mit ihren Schirmen zu verprügeln. Ihre Seraph-Schnatz haben einen Zeitschalter, der an die Trefferanzahl gekoppelt ist. Außerdem kann sie nacheinander Schlaghagel anbringen. Eine starke Verteidigung ermöglicht ihr den Nahkampf. Hat sie? Verteidigung 140.
Okay, nicht so hoch wie Alicia, aber vernünftig. Also sie ist auch eine Kämpferin. Nahkämpferin. Nee, schon mal gut. Was ist da so am dem Dinger? Ups, 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 ups. Wo sind Fernangriffe? Oh, wenn ich nur X drücke, cool. Ma. Ey, viel zu viele Angriffe fliegen da durch die Gegend. Och Mann. So. Wow, der hat es auf jeden Fall gemacht. Oh, ich bin gleich tot. Ach ja, ich habe ja Ausrüstung noch bekommen. Nicht gut. Wow. Was habe ich noch bekommen? Erdringen. Oh, sie braucht echt neue Klamotten. So. Falkenwinden Eichhörnchen. Das Falkenwinden Eichhörnchen. Für Tänze kennt sie. Naja, ich weiß nicht, ob man das als Spaß definieren kann, aber okay. Schatzdetektor. Wow. Das zieht viel ab. Geht aber nicht so weiter Angriff, leider. What? Er geht immer so schnell weg, Mann. Okay. Ja, gerade ein Erfahrungspunkt, der dauert wieder ewig. Ich werde auf jeden Fall offscreen, hallo, Trainingseinheiten reinpacken, weil die sind schon wieder Level 13. Buff, buff, buff. Und verdammt. Okay, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier, okay. Also sieht so aus, als könnte es weitergehen. Ach, wir haben unendlich Zeit, hoffe ich. Rollenspiel sehen das nicht so eng. So, ich spüre, dass ein Schatz in der Nähe ist. Okay, Rucksack, es hat wieder ein Dingens hier. Ja.
So, da haben wir schon mal einen Speicherpunkt, wo wir den Part beenden können gleich. Aber das hat noch ein bisschen Zeit, dass wir den Rest dieses Orts hier erkundet haben. Ach man. Ich gehe mal schon mal rein, falls ein Skip kommt oder so. Nö. Willkommen in Malin. Es tut mir doch furchtbar. Wollt ihr bitte eine neue Seite eintreten? Diese Seite ist zur Sicherheit der Bürger nachts geschlossen. Wahrscheinlich wird es nie wieder nachts in diesem Spiel. Und da ist ein Oktopus. Komm her, Ultros. Ich grill dich. Ja, an dem Zauber habe ich Spaß. Sehr gut. Ja, den Ort schaffen wir ja noch zu erkunden. Da ist ein Monolith, habe ich gesehen. Und hier sind Kräuter, habe ich gesehen. Ich hoffe, Schatzdetektor wird auch irgendwann ein bisschen besser. Seraphimwechsel. Der Zweck eines Seraphimwechsels liegt darin, einen auszuwählen, dessen Stärke in den Schwächen des jeweiligen Feindes liegen. Das macht irgendwie Sinn. Und hier Gelegenheit, unsere Farin zu wechseln, wenn ihre KP niedrig sind oder sie vom Feind umzingelt werden. Ja. Was passiert eigentlich, wenn ich Seraphimwechsel mache, wenn ich einen Seraphim steuere? Buff, buff, buff. Upsala. Wesens tut sich die Erfahrungsanzeige ein bisschen erhöhen. Bernsteinschleife. Ach. Ja, von wo? Von da. Da ist wieder ein Ultros. Da ist ein Vogel, der etwas groß aussieht. Ist wahrscheinlich voll starke Gegner. Oh, warum tauchst du direkt vor mir auf? Ich auch gar nicht einsetzen, aber ein Heilzauber, glaube ich. What? Bro Feast. Mit dem Arm. Okay. Oh! Verdammte Eichhörnchen. Boah, ich bin ausgewichen. Ja, Stimme kommt irgendwie bekannt vor. Und puff, 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 puff. Ja, wahrscheinlich an dem Speicherpunkt dann speichern. Mal angefangen haben. Das Viech sieht ein bisschen größer aus. Dem lege ich mich, glaube ich, nicht an. Und so, komm schon. Verdammt. Sehr schön. Schnelle Schritte. Du sagst mir jetzt erst, was schnelle Schritte machen. Wenn du mit vier schnelle Schritte nach vorne machst, kannst du den Geschossangriff von Feinden, die keine Art nutzen, ausweichen. Es ist riskant, aber harte Zeit nach vorne. Maßnahmen, unblockierbar. Angriffe. Ach, zwei Ausrufezeichen sind unblockierbar. In allen Art von schnellen Schritten ausweichen. Okay. Guck mal, welches Level das hat. Horus. Und weg hier.
Oh mein Gott, was? Nein! Warum hat das denn so lange gedauert? Okay, dann würde ich sagen... Oh Gott, ich habe noch vor der Cutscene erst gespeichert, oder? Na gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und... Weiß nicht. Ich werde dann das Gebiet nochmal erkunden. Und ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo ich dann an den Speicherpunkt vor diesem einen Tor wahrscheinlich warte. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.